Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Red Dead Redemption weiter. Na endlich. Okay, auch an der Stelle nochmal der Hinweis, weil ein paar von euch sicherlich nicht mein Banjo-Kazooie Schraubelocker Let's Play schauen. Warum es in letzter Zeit keine Videos gab und so, liegt an einigen Dingen. In erster Linie schiebe ich es jetzt einfach mal auf die Tatsache, dass ich jetzt ganz bald demnächst umziehe. Und damit jetzt tatsächlich auch schon beschäftigt bin. Und ich habe schon einen Schlüssel für die neue Wohnung und nebenbei schleppe ich auch schon Sachen rüber. Und ich warte jetzt im Endeffekt einfach nur darauf, dass auch die neuen Möbel kommen und so, dass ich die dann bald da aufbauen kann und so weiter und so fort. Und die Aufnahme jetzt hier zu diesem Spiel mache ich einfach mal an einem Nachmittag, den ich mir freigehalten habe, wo ich dann jetzt ausnahmsweise mal nichts für meine neue Wohnung tue und auch nichts in meiner alten Wohnung so richtig tue, sondern stattdessen sitze ich jetzt einfach vor der Konsole, nehme Videos auf, erfülle ein bisschen meinen YouTube-Kanal wieder mit Leben und ja, so viel dann dazu. Also ich kann euch noch nicht hundertprozentig versprechen, wie regelmäßig das jetzt wieder werden wird mit Red Dead Redemption, aber ich gebe mir natürlich Mühe, trotz meines Umzuges jetzt wieder so ein ganz klein bisschen Aufnahmen zu starten und so, zumal es mir ja selber auch Spaß macht und bringt und ich natürlich auch wissen will, wie die ganze Geschichte hier um unseren guten Herrn Marston so weitergeht. Als nächstes wollen wir jedenfalls... Wo wollen wir hin? Wir wollen zu einem komischen Irish-Typen hin, der uns von unserem Kumpel Seth empfohlen wurde. War doch Seth, oder? Ich glaube. Du kannst einige ältere Zeitungsausgaben kaufen. Kann ich das? Wo kann ich denn das? Bei euch irgendwie nicht, oder? Wer ist hier ein Zeitungsjunge? Ist hier irgendeiner ein Zeitungsjunge? Du bist ein Zeitungsjunge. Hallo. Hey, ja, aktuelle Zeitung, gib mal her hier, was steht denn da so über mich drin? Hilfe, die haben mein Pferd geklaut. Ja, ja, aber erstmal Zeitung. So, zoomen. Viele verlieren Vertrauen in Bundesregierung. Es könnte eine aktuelle Zeitung sein. Politische Unruhen kehren nach Mexiko zurück. Entführte Frau gesund aufgefunden. Ah, die Tochter eines Ranchers, Bonnie McFarlane, die aus ihrem Haus in Henningstead entführt worden war, ist nach einem blutigen Schusswechsel bei Tumbleweed zwischen den Gesetzeshütern aus Armadillo und der Bande von Bill Williamson dem Tod durch Erhängen nur knapp entronnen. Ja, das haben wir beim letzten Mal gespielt. Aufstand chinesischer Blutbad, Richwood Farm, bla bla und so weiter und so fort. Verschiedenes. In Erinnerung an Mary Shackelford, 19 Jahre alt, Richwood Farm. Ihr Leben wurde zu früh genommen. Schauspieler für aufregende neue Lichtspielprojekte, bla bla, Earl Arrington, gut, alles klar. Wunderschön. So, und wie war das jetzt hier mit... Okay. Dafür brauche ich nur mein eigenes Pferd. Bring das gestohlene Pferd wieder zurück. Ja, ja. So, komm her, Jolly Jumper. Wir müssen aufbrechen. Und dieses olle kleine Pferd zurückholen. So nicht! Nicht in meiner Stadt! Dadam, 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 dadam. Warum habe ich ein Messer? Das ist mal ernsthaft. Waffenrad? Ja? Ah, okay. Erstmal wieder Steuerung. Cool. Halbe Ewigkeit nicht gespielt. So. Fange das Pferd mit dem Lasso ein. Ja, nächstes Problem. Wo ist das? Wo ist das Lasso? Lasso. Hier ist das Lasso. Pferd? Pferd! Juhu! Jetzt weiter weg als vorher. Hallo, Pferdchen! So nicht mein kleines Schnuckelpferd. Wow, okay. Gut. Sieht alles noch ein bisschen ungelenk aus, aber nehmt's mir nicht krumm. Ich versuche da jetzt wieder reinzukommen. So, bring das Pferd zu seinem Besitzer zurück. Okay. Nicht so. Bitte so. Komm mit. Wir traben dann jetzt mal ganz gemütlich wieder zurück. Wobei es vermutlich schneller gehen würde, wenn ich einfach auf das andere Pferd... Ich steige einfach auf das andere Pferd auf und dann ist gut. Komm her. So. Ich meine, mein eigenes Pferd kommt hier sowieso immer wieder. Haben wir ja mittlerweile festgestellt. Deswegen passt das schon. Darf jetzt nur nicht zu schnell reiten, weil dieses Pferd hier
noch nicht so wirklich zugeritten ist und nicht wirklich auf mich hört. Ich habe mein anderes Pferd übrigens, ich habe mein Pferd übrigens nur reflexartig Jolly Jumper genannt. Das war jetzt, ich habe keine Ahnung, irgendwie, ich kann mich selber nicht so richtig drauf einigen, was, ich werde die Pferde einfach immer so nennen, wie ich halt will. Und wenn ich sie Lasagne nenne, ist doch auch nicht so schlimm. Oder? Ich glaube irgendwie nicht. So. Jiha! Schau mal einer gucken. Nu? Much obliged to you, friend. Jo, das wollte ich aber sagen. Nu? Wie jetzt? Wo jetzt? Was jetzt? Belohnung? Irgendwer? Irgendwie? Achso, du steckst jetzt erstmal auf dein Pferd. Belohnung. Belohnung, Belohnung. Okay, ich krieg tatsächlich $20. Gut, ich bin zufrieden. Ja, ja, noch keine neue Ausgabe der Zeitung, aber dafür mal wieder ein neuer Steckbrief. Harlan Forbe. Schatzsucherbande. Sachbeschädigung. Aha. Sachbeschädigung? Na, das kann ich mal so nicht stehen lassen. Ich selbst habe wahrscheinlich schon viel mehr kaputt gemacht als alle anderen hier, aber egal. Die gesuchte Person wurde zuletzt bei Mercer Station gesehen. Möchte ich... Moment, ich habe mir jetzt einfach so einen Steckbrief geschnappt, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich... Ach komm, das machen wir ruhig auch nochmal. Wie gesagt, ich muss ja sowieso in die Steuerung erstmal wieder reinkommen, deswegen passt das schon, denke ich mir so. So kann ich mich wieder ein bisschen akklimatisieren. Und dann kann ich die Aufgabe vom ollen Irish auch gleich viel beschwingter und beruhigter angehen. Was ich jetzt vor allem ganz kurz mal, ja, erstmal wieder das Winchester auswählen. Und dann, okay, alles klar. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie ich mein Pferd anhalten kann. Mit einem Druck auf RB funktioniert das. Falls ihr es zufälligerweise jetzt auch nochmal wissen wolltet. Okay, so, der olle Typi, der wird aber vermutlich nicht alleine unterwegs sein, würde ich jetzt einfach mal spontan behaupten wollen. Vielleicht liege ich mit dieser Behauptung richtig, vielleicht aber auch nicht. In jedem Fall... Hopsala, ist er irgendwo in der Pampa. Okay. Den Canyon habe ich nicht wirklich gesehen. Es tut mir leid, Pferdchen. Es tut mir in der Seele weh. Ich hätte einfach auf der Straße bleiben sollen. Wäre auch viel gesünder. Du näherst dich im letzten bekannten Aufenthaltsort der gesuchten Person. Das habe ich mir fast gedacht. So, da hinten kommt übrigens der Zug, so wie es aussieht. So, du kannst die gesuchte Person erledigen oder gefangen nehmen. Das kann ich in der Tat. So. Fang die gesuchte Person mit dem Lasso ein. Und lass dich nicht erwischen. Okay, er ist auf mich aufmerksam geworden, deswegen kommt er jetzt gucken. Aber ich bin... Ich war nicht zu sehen. Dachte ich zumindest. Weil ich im Gebüsch war. So. Hang. Und... Nee, genau dich darf ich nicht erschießen. Moment. Euch da. Euch möchte ich erschießen. Hopsala. Puff. Puff. Der andere könnte jetzt einfach von der rechten Seite kommen und ist richtig schön, aber ist egal. So. Wie sieht's denn aus? Nee, nee, nee. Ach, scheiße. Komm her. Nein. So nicht, Kollege. So nicht. Wir können gleich reiten, kein Problem. Aber ich habe die Zügel hier in der Hand. So. Opfer tragen. Richtig schön Pferdepopo in einer Aufnahme sehen. Hat auch Spaß. Und bitte. Siehst du, du bist du doch auf deinem Pferdchen. Alles genauso, wie du es dir gewünscht hast. So. Jeha! Okay. Das war ein leichter, netter Auftrag. Wie gesagt, gut um reinzukommen. Und. Ich bin zufrieden und glücklich. Ich sehe es auf dem Radar. Ich werde verfolgt. Na gut, wenn sie meinen.
Wenn sie meinen, dass es von Erfolg gekrönt ist, dann von mir aus. Hätte ich lieber der Straße folgen sollen oder... Ach, das passt schon. Oh, oh, oh. Hey Leute, kümmert ihr euch doch um den, ja? Keine Ahnung, wer ihr seid, aber ist doch egal. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hat er nicht Angst, dass der seinen Boss irgendwie auf kaputt schießt? Wenn ich mir das hier mal so überlege. Ich meine, das ist schon ziemlich hanebüchen, wie der da versucht, ihn zu retten. Ah, und jetzt hat er sich sowieso verkrümelt. Na gut. Didum, 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 didum. So. Was ist los mit euch? Ich hab euch nicht mal berührt. Die stellen sich aber auch immer. Nein. So. Hallo Sheriff. Gucke mal. Danke dafür. Obwohl gar nicht der Sheriff von diesem, aber ist egal. Gut. Ich meine, wir kennen doch den Sheriff. Was soll's? Lebendig gefasste gesuchte Verbrecher plus 1. Ehre plus 200. Mir wurde übrigens gesagt, ich soll mal neue Waffen kaufen. Was ich hier tun kann? Hi. Mit Büchsenmacher reden. So, ich kann hier einen Köder kaufen. Ein Patronengurt. Verdoppelt die Munitionskapazität von normalen und Repetiergewehren. Klingt doch ganz gut, möchte ich haben. So, danke. Eine Volcanic-Pistole. Eine doppelläufige Schrotflinte. Wofür ist der Köder? Lock Tiere in näherer Umgebung an. Kaufen wir einfach mal. Keine Ahnung, ob ich das brauche, aber was wir haben, das haben wir. Doppelläufige Schrotflinte. Feuert eine Wolke aus Schrotkugeln ab, daher sehr geeignet für bewegte Ziele. Abzug doppelt antippen, um aus beiden Läufen zu feuern. Entschuldigung. Klingt irgendwie interessant. Munition, Munition. Der Rest ist tatsächlich nur Munition. Wenn ich die mir jetzt kaufe, ist mein normales Repetiergewehr dann weg? Ich versuch's einfach mal. Kaufen. Volcanic-Pistole. Älteres Modell einer Lever-Action-Pistole. Fast mehr Kugeln als ein normaler sechsschüssiger Revolver. Okay, kaufen. So. Gut. Okay. Du hast eine neue Waffe der gleichen Kategorie erworben, wie eine, die du bereits besitzt. Überprüfe die Waffenseite im Pause-Menü, um die neue Waffe auszuwählen. Ach so. Kann ich nicht hier? Doch, kann ich. Ich kann entweder das Winchester Repetiergewehr oder den Repetierkarabiner. Ah, doppelläufige Schrotflinte. Und hier der Gentleman Revolver und die Volcanic Pistole. Okay. Wir schießen hier schon wieder wie blöde. Ich will mich nicht schon wieder mit irgendwelchen Leuten anlegen. Das ist das Problem, das ich gerade habe. Aber irgendeiner legt es, glaube ich, gerade drauf an, dass ich mich doch darum kümmere. Auch wenn ich es noch nicht genau sehe, wo. Was zum Teufel? Okay, noch einer, der ein bisschen lebensmüde ist. Gut, was soll's. Können wir auch das nochmal üben? Herrlich. Heute gibt es nur Dinge, die wir alle schon kennen. Cornelius Wurf. Das ist er. Das kann er, das macht er. Wenn ich das Duell eigentlich verliere, sterbe ich dann? Oder sind die anderen so nett und... Weiß nicht. Sind die anderen so nett und... Ja... Schießen mich nur an. Hoppla. Okay, cool. Ich wollte es jetzt extra vermeiden, irgendwo anders hinzuzielen. Deswegen, man hat hoffentlich gesehen, ich habe versucht, ich wollte die ganze Zeit nur auf sein Bein schießen. So, was war jetzt das Problem? Warum hat das jetzt nicht so geklappt wie sonst? Weil der jetzt
besser war, weil der tatsächlich schneller gedrückt hat, oder ich habe jetzt leider seine Anzeige nicht so wirklich verfolgen können, weil ich mich mehr aufs Zielen konzentriert habe als auf alles andere. Das ist jetzt doof. Habe ich jetzt eigentlich... Nö, die Schrotflinte habe ich immer noch, die Volcanic-Pistole habe ich auch. Okay. Interessant. Warum kann ich eigentlich nicht... Ich möchte mal irgendwo hin, wo ich einigermaßen ungestört bin. Damit ich jetzt nicht wieder aus Versehen jemanden drohe. Genau. Ich wollte einfach nochmal nachladen. So. Genau dasselbe doch eigentlich auch mit der ollen Schrotflinte. Ich habe nicht so viel Munition für die. Deswegen. Da kommt ganz andere Munition rein als in den normalen Revolver. Cool. Naja. Gut. Ich habe auch noch 2 Schuss mit der doppelläufigen Schrotflinte. Das macht ja Spaß. Dann greife ich doch lieber zu meinem normalen Repetiergewehr. Offen gesagt. Wenn das so ist. So. Nachdem wir das jetzt alles geklärt haben, gehen wir dann jetzt doch zu dem Irish-Typen. Okay. Ich komme wieder rein. Ist alles in Ordnung. Hi. Wo bin ich hier? Ein Franzose, ein Waliser und ein Ire kommen zusammen in eine Bar. Yes, boyo. You messed up properly this time, didn't you? You little paddy bastard. You thieving Nick cunt. You got it all wrong, Welsh. All wrong. It was French, I promise. He said he was going to rip you off. Now he's ripping me off. Here, keep on talking there, Irish. In about 15 more seconds, your whole world's gonna turn black. What's up, boys? Fuck off, boyo. This don't concern you. When a man with a sing-song voice tells me to fuck off, it always concerns me, boyo. Look here. This Paddy bastard stole our guns. Tried to steal our horses. Law's clear on the matter. I never stole nothing, sir. Never did. Not in all my life. That French cunt is playing with the Welshman's tiny and ineffective mind. Push your mind. Anyway, you all got horses now. No one needs to die. Leave him be. Who do you think you are, boyo? The bloody cavalry? Your voice is really starting to get on my nerves, boyo. And you're getting on my nerves. Yeah. Ain't nobody speaks to me like that. Ja. Okay. Will? Cool. Interessant. Don't worry, old pal. Help. Interessant. Nicely done, lad. Now come help me up, will you? Warum hatte ich jetzt schon wieder den Revolver in der Hand? Naja. Mr. Nigel West Dickens said you'd help me locate a machine gun. And since I just saved your life... Oh, I can't thank you enough for taking care of those two degenerates. Untrustworthy. Poor in personal hygiene. Lacking in the finer qualities of a gentleman. What about the gun? It'd be my pleasure. She's magnificent government issue. It'll be a bit of a ride, but we'll get there soon enough. Follow me, fella. Die Situation ist einfach ziemlich schnell eskaliert. The saloon's calling me. Come on then, let's find this boy. Zuerst wirklich überlegt, ob es so sinnvoll ist, die zu erschießen, aber na gut. Ich hätte sie auch so überwältigen können. John Marston. Talk of luck, you came along, fella. I thought I'd drunk me last breakfast there for a second. Who were those fine specimens of humanity? They was me only friends in the world. And boy, am I glad to see them bastards dead. We all met on the boat over a few years back, we did. Thick as thieves ever since, and that right there was the problem. Is it normal for friends in Europe to drown each other? Never trust a Welshman, me pa always called me. And he got his throat slit, so he should know. The kind of fellas who steal an acorn from a blind sow and then kick her for squealing. And as for that French bastard... He didn't sound very French. Not for now. The thieving bastards are holed up at the cabin by the lake. Can't wait to see the look on their faces when we blast in there. They'll be more surprised than a slut dog with their first porcupine. You best not be lying to me. Listen, fella, I didn't ask for your help back there. I don't owe you nothing. I'll decide what you do and don't owe me. I've had enough of your overly aggressive manner, fella. You don't know who you're dealing with here. Irish, I've met enough men like you to last me a lifetime. Triff dich mit Irish an der Klippe.
Okay. Wieder zum Repetiergewehr übrigens wechseln. You can make quick work of those fellas if they give you trouble. The gun's stored just inside that shack. What about you helping me out? I'll cover you from the ridge. I'm better from long range. It'll be a piece of cake, fella. Trust me. Suche in der Hütte nach dem Maschinengewehr. Na, das mache ich doch glatt. So. Aber ich rausche da nicht wirklich rein. Ich mache das ganz vorsichtig mit Heimtücke und so. Auch wenn die mich eigentlich voll sehen müssen. Aber egal. Ja. Eigentlich ist es eine sehr eindeutige Warnung. Und gewissermaßen würde ich auch darauf hören. Das Problem ist, ich brauche das, was da hinten ist. Ledige Banditen. Aber das mache ich doch glatt. Und gern. So. Wo seid ihr? Da ist einer. Da ist einer. Gut. Jetzt an den ran. So vielleicht. Und du so. Aha. Na komm. Die sind aber auch hartnäckig. Okay. So, was mit dir? Komm da einfach nicht ran. Stellen wir uns... Wow, halt hier hin. Okay, den Felsen wollte ich eigentlich nicht. Aber ist egal. Wir laden nochmal nach. Wo ist denn jetzt hingegangen? Als ob das sein müsste. Hinter eine andere Barrikade. Warum sehe ich den Typen da links eigentlich nicht? Jetzt. Ah. Okay, hab ihn erledigt. So, Kollege. Nur noch du und ich. Was sagst du dazu? Gar nichts sagt er dazu. Er hat auch gar keinen Bock drauf, glaube ich. Ich schleiche mich mal hier so vorbei. Und schaffe es, ihn zu überwältigen. Natürlich. Natürlich schaffe ich es. Warum auch nicht? So, jede Menge Munition. Ich brauche viel mehr Munition. Jetzt bin ich aber tatsächlich gespannt, was da drin zu finden ist. Sofern dort überhaupt etwas drin zu finden ist. Warum sollten die jetzt so eine ultra coole Waffe da haben? Das verstehe ich noch nicht so richtig. Ich hoffe jetzt nicht, wir haben die jetzt einfach so umgebracht. Nur weil der Irish-Typ das so wollte. Jetzt im Endeffekt springt gar nichts für uns bei raus. Hast mich nicht gesehen, was? Oh, stimmt, hab ich nicht. Hat aber keinen Unterschied gemacht, wie du merkst, wie du siehst. It's not here. That lion sack is shit. Es war so klar. Wir haben die jetzt einfach so kaputt gemacht. Dieser kleine... Let's see. Ah ja, okay. Na gut. Was auch immer. Wir finden ihn schon. Davon bin ich doch sehr, sehr, sehr überzeugt. Was ist das hier? Ach nee, Leichenplünder. Wird mir die ganze Zeit nur noch angezeigt. Weitere Munition. Okay. Ja gut, ist aber kein Problem. Wie gesagt, wir finden ihn und dann kommen wir schon irgendwie an unsere Waffe. Das sollte ja absolut kein Hindernis darstellen. Für den Moment soll es aber erstmal wieder gewesen sein mit Red Dead Redemption und ich sag dann einfach mal wieder Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.